Und es geht gegen, ich nenne mal Zero, 1882. Und die letzten beiden Spiele waren doch recht schmerzhaft. Ich dachte, ich hätte mich mit den Turnieren aus dem Loch gearbeitet. Aber irgendwie hat es nicht klappen wollen. Jetzt gucken wir mal, was wir hier machen können. Giant Specialist Rhino. Hier der Quick Supply, den nehme ich. Ich habe immer noch den Spaß am Pushen. Selbst wenn es doch mal scheitern sollte. Und jetzt pushen wir vielleicht mal hier. Ja, das ist, lässt sich doch eigentlich sehr schön pushen dagegen, muss ich sagen. Und hier bin ich ein großer Fan davon, ehrlich gesagt. Pushe ich hier auf einer Seite. Hier klumpe ich halt potenziell sehr stark. Mich ein bisschen aufzuteilen gegen diese feindliche Artillerie. Machen wir es mal so. Also ich stelle hier mal ein in die Mitte. Und die stelle ich hier an den Rand. Weil hier kann man die Crawler sogar direkt vorne aufstellen, normalerweise. Ich weiß nicht, soll ich mich nochmal umentscheiden? Ich glaube, ich mache es so. Normalerweise stellen sie sich recht mittig auf. Und dann nehme ich einfach nochmal zwei Crawler und die sollen dann hier so mit reinrennen. Genau. Er könnte jetzt hier natürlich sowas wie Arclights holen, aber ich hoffe mal, dass ich die relativ schnell beseitige. Schalten wir selber mal Arclights frei. Und dann gucken wir mal, wie das hier läuft. Ja, die schießen jetzt hier in die Mitte. Und ich komme hier hoffentlich durch die Seite durch und kriege hier auch die Artillerie beseitigt. Das hat mich hier empfindlich getroffen. Hier bin ich aber, glaube ich, auch schon an der Artillerie dran, oder? Naja, nicht so ganz. Ein bisschen. Und da ist der Tower gefallen. Aber er hat natürlich trotzdem noch hier viel zu viel übrig. So, und jetzt hole ich mir ja aber einfach ein bisschen Schaftclear dazu. Dann sollte das eigentlich passen. Und zwar bietet sich ja an, da er recht viele Fangs hat. Ich könnte natürlich hier selber Artillerie mit aufstellen. Das wäre schon eine Möglichkeit. Er hat jetzt hier natürlich einen Sabertooth. Ich könnte aber natürlich auch direkt anfangen. Und das hier mag ich alles nicht. Mit Mustangs zu arbeiten. Und die gefallen mir hier eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Das heißt, ich nehme ja tatsächlich Mustangs und die stelle ich mal hier so hin. So auf diese Weise. Die sollen hier mal mit nach zukommen. Und gleichzeitig so ein kleiner Flankenschutz mit. Und dann könnte ich hier natürlich auch noch ein bisschen was abziehen. Das wäre auch noch ganz nett. Und wo machen wir es hier? Sind wir vorerst mal durchgebrochen? Okay, beides möglich. Hier kann ich beides komplett abziehen, glaube ich. Stellen wir hier einmal welche hin. Und ich hoffe, das passt dann hier so. Eine Rakete muss ich, denke ich, nicht arbeiten. Okay, gucken wir mal. Okay, er hat jetzt auf beide Seiten einen hingesetzt. Hier vorne brauche ich halt auch nochmal Crawler, ja. Dass der Sabertooth da nicht direkt drauf geht. Und jetzt nimmt er hier schon zwei raus. Ja, das ist natürlich übel. Aber da kann man noch ein bisschen umpositionieren. Das geht dann schon. So, hat hier noch ein Ball überlebt. Ja, aber der Sabertooth wird hier trotzdem überleben, denke ich. Was hat er hier eigentlich genommen? Er hat auch einfach geskippt, ja. So, die Artillerie ist raus, der Tower auch, aber er gewinnt das hier durch den Sabertooth. Der natürlich jetzt hier vielleicht die eine oder andere Salve auf die Crawler gegeben hätte, wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen, aber naja. Das ist halt.
So, interessante Auswahl hier, ehrlich gesagt. Ich glaube, er nimmt hier die Scorpions. Ich finde ja persönlich den Wurm gar nicht mal so schlecht, dass man den da noch mit ergänzt. Und dann packe ich den, glaube ich, einfach mal hier so mit hin. Auf der Seite könnte man das auch noch so machen. Will ich aus den Balls hier rausverkaufen? Das ist die große Frage. Ich finde die eigentlich immer noch ganz nett. Muss ich sagen. Ich müsste halt nur was davor stellen. Und das sollten idealerweise halt Crawler sein. Ich denke einfach hier so, dann müsste das passen. Und dann stellen wir hier den Wurm so ein bisschen weiter vorn hin. Und hier machen wir das ebenso. So, die einfach ein bisschen weiter vorne hinpacken. Und hier in der Mitte nochmal ein Regiment hiervon. Genau, von den Mustangs, damit sie diese Fangs hier einfach ein bisschen besser beseitigen. Ja, das sollte eigentlich ganz gut passen. Was hier natürlich recht unangenehm ist, wenn er mir hier jetzt Sachen abzieht, aber muss ich einfach mal sehen, wie er es jetzt macht. Er hat sich hier für einen Scorpion entschieden. Scorpion ist natürlich sehr gut gegen die Balls. Muss ich mal sehen, ob ich die Balls dann behalten möchte oder halt nicht. Jetzt geht er nämlich schon direkt hier drauf. Und da könnte man sich dann natürlich überlegen, gleich in die Luft zu gehen. Das wäre immer noch so ein Manöver, was man da starten kann, ja. Die Balls haben da, glaube ich, einfach keine Zukunft. Und die Würmer an sich sind ja auch ganz nett. Vor allem, wenn der jetzt hier auflevelt. Also Würmer, Boote, alles möglich. Ah, der Debuff ist hier doof. Na, komm schon. Debuff lass nach. Aber das schafft er noch. Okay, Nano-Repair-Kit ist wunderbar. So ein Vulcan ist auch interessant. Das könnte er bei mir natürlich versuchen. Ich würde das jetzt hier draufsetzen. Dann verkaufen wir Balls. Hätte jetzt auch die verkaufen können. Dann ganz wichtig ist, denke ich, dass wir die upgraden. Ist auch die Frage, pushen wir jetzt hier auf einer Seite durch, dass wir das hier verstärkt probieren. Ich denke ja. Dann geben wir hier nämlich Level aus und geben dem außerdem hier noch Reichweite. Ich denke nicht, dass ich mit einem Beacon unbedingt arbeiten muss. Das lenkt hier immer noch recht schön ab, muss ich sagen. Ja, dann haben wir hier 50. Ist die Frage, ob man hier nochmal Speed ausgibt. Ich denke, Speed ist gar nicht so schlecht. Ich muss jetzt hier einen Crawler nicht nochmal unbedingt upgraden. Okay, schauen wir mal. Würmer mit Mustangs. Oh, jetzt hat er ja noch Säure ausgegeben. Das ist natürlich besonders fies, weil Würmer kann man bekanntlich nicht mit Photon-Emission ausstatten. So, und schön ist, dass diese Mustangs hier sogar jetzt relativ viel Schaden machen durch diesen Debuff halt. Ich noch schönes Item hier bekommen. Dann wäre das sehr nett. Und der Wurm hält sich ja sogar noch hoch. Wenn ich jetzt Free Boote bekomme, würde ich noch Boote spielen. Okay, Stick All Bomb, Advanced Train. Ja, okay, ich meine, dann nehme ich das hier. Ich denke, das packe ich sogar hier drauf. Er könnte das jetzt gegen mich hier natürlich auch spielen. Aber ich denke nicht, dass ich da hier gesondert irgendwie Schilde setze oder so. Hier wäre das halt möglicher, dass er das macht. Okay, wie machen wir hier weiter?
denke, ich würde tatsächlich weiter Würmer bauen. Jetzt nur die Frage, was für ein Upgrade gebe ich aus? Ich denke, das ist nicht schlecht. Das könnte eventuell dafür sorgen. Na, wo mache ich den hin? Das könnte hier zum Beispiel dafür sorgen, einfach, dass ein kleiner Wurm dann getroffen wird von so einem Säureball, ja. Und dann setze ich hier vielleicht sogar nochmal Crawler hin. Hier so davor. Ich glaube, das passt eigentlich. Jetzt gucken wir einfach mal, wie er hier das setzt. Okay, er setzt Feuer direkt. Beziehungsweise Öl. Ich bin da schon ein bisschen dran vorbei. Okay, und die sterben ja trotzdem weg gegen die Mustangs. Zumindest die Level 3 Mustangs hier. Und der Tower fällt hier wieder. Der hat den aber jetzt verstärkt hier, oder? Ich glaube schon. Problem für mich natürlich, dass er jetzt hier das Ganze anzünden kann. Das heißt, ich könnte die Würmer auch dahin lenken. Absorption Module. Hier könnte ich natürlich ein aggressives Schild stellen, dass es eben nicht anzünden kann. Die Frage ist, wie lange hält dieses Schild hier durch? Wenn ich es hier hinstelle, sollte ich das tun. Sonst ist Speed natürlich auch sehr gut. Dass ich versuche, einfach da durchzupreschen. Könnte ich machen. Und den gebe ich einfach Underground. Und drücke nochmal Speed, ja. Okay, und ich denke, dass ich hier jetzt einfach trotzdem weiter Würmer gehe. Und hier eventuell sogar nochmal Crawler. Ich meine, hier macht es jetzt nicht so viel Sinn, aber vielleicht an dieser Stelle, um da nochmal mit abzulenken. Der geht dann dahin. Machen wir sie mal hier hin. Attack. Ein bisschen mehr. Dann halten sie vielleicht hier durch. Dann kommen sie vielleicht einmal durch. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann die mal upgraden. Vielleicht haut das ja hin. So, dass man einfach alle Crawler... Na, jetzt hat das nicht funktioniert. Alle Crawler einmal upgradet, dass sie halt da durchkommen. So, hat er jetzt hier Feuer gedrückt? Er hat gar kein Feuer gedrückt. Das ist ja merkwürdig. Problem ist, dass ich jetzt hier durch Schild nicht durchkomme. Und deswegen ist dieser ganze Kleinkram von den Mustangs geschützt. Ja? Okay, aber ich hole einen Debuff. Da er jetzt selber aber Mustangs geholt hat, kann ich auch nochmal Plating drücken. Das wollte ich eigentlich sowieso. Okay, jetzt hier der Debuff. Meine Würmer sind aber noch alle da, glaube ich. Trotzdem ein bisschen scary mit diesem Scorpion hinten. Und nochmal ein Debuff, okay. Aber es kommen halt zu viele Würmer raus. Das ist auch ein bisschen doof hier, ne? Okay, jetzt kriegt er noch Melter dazu. Ist natürlich ein bisschen bitter. Aber wir machen jetzt hier einfach weiter. Den Crawler-Upgrades waren hier ganz gut. Man könnte sogar noch mal Replicate spielen. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Holen wir einfach noch weitere Würmer. Da preschen wir jetzt durch. Reichweite könnte man hier auch nochmal ausgeben, eventuell. Oder die so ein bisschen rüberschicken. Bin mir nicht ganz sicher, wie ich es machen soll. Ich glaub,
die schicke ich jetzt allesamt da rein. Mal Speed. Hätte ich gern auch noch geupgradet. Den hinteren noch. Hier vielleicht, dass er mich nicht irgendwie doof abzieht. Er könnte hier irgendwas mit einer Flanke starten, aber das wird hier ja auch aufgehalten. Ich sollte hier eigentlich durchpreschen, würde ich jetzt mal sagen. Okay, er hat jetzt Boote mit Ground Cannon. Ich hoffe... Na, er legt nochmal Öl. Kann er das jetzt anzünden? Das wäre natürlich übel, weil mein Anti-Air sind natürlich hier meine Mustangs und die in der Mitte stehen leider im Smoke. Und mit etwas Glück repliziere ich mich hier noch ordentlich. Und das lenkt doch die Boote meist ziemlich dolle ab. Okay, komme ich da durch? Wie dolle hat er den Tower geupgradet? Scheint extrem stark. Oh oh. Deswegen bleibe ich da ewig dran stehen. Okay, der ist down. Boote stehen aber noch. Und jetzt ist er an meinem Tower dran. Das ist übel. Wäre schön, wenn die nochmal abtauchen und nochmal neue kleine Würmer produzieren. Jetzt hat er meinen zweiten Tower. Auch da sollte ich wahrscheinlich einfach mal upgraden. Okay, jetzt mein ganzes Anti-Air weg. Mit Wespen kann ich jetzt nicht kommen. Und da steht hier immer noch alles da. So ein Mist. Ich könnte probieren, jetzt da komplett rüber zu gehen. Wie gesagt, das funktioniert nicht. Höhere Attack-Wert ist ganz interessant. Gehe ich hier noch Anti-Air drauf, ist halt sehr teuer. Dann bleiben sie aber da potenziell noch länger stehen. Oder ich nehme einfach mehr Mustangs. Moment mal, der ist vielleicht nicht ganz optimal gesetzt. Wir machen es mal so. Dann brauche ich hier aber meine Mustangs. Speed ist entscheidend. Wenn er jetzt mehr Boote holt, ja, ich brauche Anti-Air. Sonst habe ich keine Wahl. Stell mal hier hin. Versuche ich dadurch zu preschen. Hier habe ich natürlich jetzt wenig Schaff. Aber normalerweise mit diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Würmern und den ganzen Mustangs müsste das eigentlich passen. Okay, er missheilt das jetzt hier. Ja, und er holt mehr Boote. Mal gucken. Jetzt kommen die Würmer hoch. Gucken, wie das hier mit dem Debuff klappt. Und jetzt muss er halt hier durch das Öl, ja. Das ist der Gedanke. Und der Tower ist hier halt nicht geupgradet. Was hat er denn hier draus gemacht gehabt? Ich kann ihn gar nicht anklicken. Na, jetzt wird er schon gefokust. Ich denke, Anti-Air war da entscheidend. Das kann sonst nämlich richtig doof ausgehen. So, ja, Level 4 Tower. Da kloppen die ewig drauf ein. So, wie viel habe ich hier? Jawohl, jawohl. Endlich hier. Würmer konnten überzeugen. Wunderbar. Ein Sieg. Ja. Er hat hier ein richtiges Bollwerk draus gemacht.
Der Tower auf Level 4 ist auch besonders gefährlich gegen die Würmer, ja? Einfach weil sie dann natürlich nicht mehr abtauchen, sondern sich ewig dran die Zähne ausbeißen. Und dann ist der ganze positive Effekt davon weg. Deswegen eigentlich ganz klug, diese Boote hier ganz hinten hinzustellen, nicht zu versuchen, den Tower hier überhaupt vorne zu beschützen, sondern den als Tank zu benutzen. Aber es hat dann für ihn halt trotzdem nicht gereicht. War vielleicht auch ein bisschen vorhersehbar. Also er hätte sich's denken können, dass ich darüber gehe. Plus 19 Punkte und jetzt hier bei 1925. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.